Nachdem der Generator nun einwandfrei lief, ist der Autopilot einmal ausgefallen, aber das kommt hin und wieder vor. Und wir haben uns unterhalb der Flaute zum Glück aufgehalten und konnten so zügig Richtung Martinique segeln. Na, hört sich so nach Action an hier, mit Piepen und allem. Wir können jetzt unseren Freund hier in dem 30-Fuß-Boot ganz gut sehen, auf Backboard raus. Nico hat schon Torpedo-Dreiklar gemacht. Aber es reicht noch für Solitär für den Captain. Noch ist er ja nicht nah genug dran, ne? Bitte? Noch ist er ja nicht nah genug dran, dass man was machen kann, ne? Er fährt auf jeden Fall mehr Tiefe als wir. Also es sieht so aus im Fernglas, als ob der die Genua irgendwie ausbäumt und ja, also Schmetterling segelt. Dann kann ich ja wieder schlafen gehen. Ja, und die nächsten 3 Tage waren eigentlich hauptsächlich durch viel Wind und Welle geprägt und ansonsten gab es nicht viel zu sehen. Deswegen habe ich für euch mal ein bisschen die Wellen zusammengestellt. Viel Spaß! Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the folds, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. Zentimeter noch bis Martinique. Ich möchte das professionelle Tool haben. Sieben Zentimeter. Okay. Ja, mal zwei, ne? Also ungefähr Sonntag früh ankommen. Sonntag früh, ja. Und am 24. Tag hat uns dann ein wunderschöner Regenbogen den Weg nach Martinique gezeigt und der Wind hat deutlich nachgelassen, die Wellen dann natürlich auch. Und wir haben uns häufiger auf dem Vordeck versammelt, um Ausschau zu halten nach Land. Und
Und am Morgen des 25. Tages auf See war dann endlich Land in Sicht. Und wir haben uns alle riesig gefreut, dass wir die Reise erfolgreich hinter uns gebracht haben und jetzt nach dem Anlegen dann langsam entspannen konnten und auf der anderen Seite des Atlantiks ankommen können. Nach nur ca. 30 Minuten Wartezeit, was in der Karibik quasi sofort bedeutet, sind wir dann zu unserem Liegeplatz geführt worden. Für einen 46-Fuß-Katamaran muss man schon einige Leinen befestigen, um das Boot sicher zu vertäuen. Und irgendwo an Bord sollte es zwei 30 Meter lange Festmachttrossen geben, aber die konnten wir beim besten Willen nicht finden. Und wir haben wirklich überall gesucht. Ja, die lange Trosse. Oder war es doch blau, die lange Trosse? Ach, nicht schlecht aus, ne? Blau, schwarz. Schleierhaft, ne? Blau war sie nicht zufällig. Da ist Licht drin. Was? Blau war sie nicht zufällig. Nee, das sind weiße, dicke Trossen, so dick. 25 mm, 30 Meter. Weggelaufen. Einer vier vergessen oder was? Ich meine, die sind ja auch nicht klein, die sind ja richtig. So, ich mache mal die Immigration. Hier fährst das Boot und dann gibt es ein Glas Wein. Wer die Leine findet, kriegt den ersten Schluck. Nur so nebenbei. Kleiner Hinweis. Sorry, sorry, sorry. Oh wow. So, wir arrived. We left an hour ago. Mmm, good stuff. Mm-hmm. After 25 days, no alcohol. Yeah.
My liver is screaming. Leicht angeheitert sind wir dann erstmal los, um den Kühlschrank wieder aufzufüllen. Außer einer Demo war am Sonntag natürlich nicht viel zu holen und so sind wir wieder zurück zum Hafen und sind dann abends erstmal essen gegangen. Ja, es fehlt uns noch, ne? So eine Auslandsinsel. Oh, das poste ich gleich auf Instagram. Nico mit Grill. Das passiert, wenn man kein Französisch spricht. Jetzt muss ich mir meine Mahlzeit selbst grillen hier. Nach reichlich Essen und ein paar Drinks haben wir dann gut geschlafen und am nächsten Morgen gab es dann frisches französisches Baguette. Nach 25 Tagen auf See war es bitter nötig, die Wäsche einmal durchzujagen und das konnte man auch direkt im Hafen machen. Und dass auch andere Deutsche hier sind, sah man an den Aushängen, frische Brathähnchen. Während die Wäsche durchlief, haben Nick und Martin dann erstmal eine kleine Rundtour mit dem Dingi gemacht. Ja, und wir haben uns super gefreut, dass Martin von der Jambo auch in Limerin lag. Der war einige Wochen vor uns über den Atlantik gesegelt und hat uns jetzt zum Abendessen besucht. Der Seebär. Das bringt den Durchfall. Ich habe gefunden, ich habe nur geguckt, wo ist der höchste Mast. Okay, ja, cool, hallo. Hallo. Achso, ja, okay. Jetzt, schmeckt wo es im Weinglas drin ist. Nee, ja, also, die Deutschen, weißt du, was die. Die hauen sich immer. Die diese ganzen fancy Dinger, die wir Kamera da haben. Kamera, ein anderes Ding vom Platz. Genau, und das ist immer so ein Riesending. Das ist bei ihm. Vergiss es! Es ist so ein Streichen! So, das erste, was wir rauskramen. Hast du eigentlich einen Festboden oder ist das. Ach, das ist hier so ein eingelegter Aluboden. Okay. Absoluter Mist. Nächstes Mal nehme ich aufblasbar. Doch, ja, okay. Ja, ist leichter halt, ne? Ja. Und der Motor war wie viel PS? 6 PS. 6 PS, okay. Ja, wie gesagt, jetzt weißt auch, du, wie schwer der ist? Ist auch so ein Kummerkasten, ne? Na Mensch, komm gut nach Hause. Ciao, ciao. Genau. Hallo, Olli schon wieder. Und nicht aufs Riff fahren, ne? Ja, ciao. Ciao, ciao. Sehr schöner Abend mit euch. Jo. Ciao, Martin. Falsche Richtung, du musst links. Danach haben wir noch schnell unser Schlauchboot aus dem Wasser gezogen für die Nacht und dann konnten wir nach reichlich Alkohol alle wieder gut schlafen. Am nächsten Morgen habe ich dann erstmal einen langen Spaziergang rund um die Bucht in Limerin gemacht.
Als ich fast zurück war, kam mir dieser Seenotrettungskreuzer entgegen, der vergeblich versucht hatte, den 68-Fuß-Katamaran von einem Bitcoin-Millionär aus Andorra vom Riff zu ziehen. Aber war nicht gelungen, mit dem nächsten Hochwasser ist er dann aber rausgekommen und gleich nach St. Lucia abgehauen. Witzige Sachen erlebt man unterwegs. Nico und Martin haben dann mehrere Versuche mit dem Wakeboarden gestartet und wie es immer ist, war es natürlich meine Schuld. Sie haben mich dann von Bord geschmissen, um das Gewicht einzusparen und danach hat es super geklappt. Aber gibt keine Bilder davon, weil ich war ja nicht mehr dabei. Danach hatte ich dann nochmal eine Chance, in den Mast hochzugehen, was mit dem Ausblick natürlich super ist, da das Gennaker-Fall uns immer Probleme gemacht hatte und wir schauen wollten, ob es denn gelitten hatte unterwegs. Wir wollen was machen. Wie gesagt, große strukturelle Schäden sehe ich hier definitiv nicht. Das Outer Lining ist so ein bisschen durchgescheuert. Das war noch nicht. Ich lege gleich mal die Kamera zur Seite. Lasst mich sowieso mal langsam runter, dass ich mir so Schritt für Schritt das ganze Fall anschauen kann. Und wenn ich was sehe, dann mache ich nochmal Aufnahmen. Super. Das Gennaker-Fall musste ausgetauscht werden, das wollten wir aber später machen. Jetzt wollten wir uns erstmal im Hafen umgucken, was da noch so für Boote rumliegen. Und Nico war ganz begeistert von diesen Globe 580, heißen die glaube ich, eine neue kleine Einheitsklasse für eine Regatta über den Atlantik auf 5,80 Meter. Beziehungsweise geplant ist glaube ich sogar eine Weltumsegelung mit den Booten. Neben den kleinen Mini-Flitzern liegen aber auch viele alte Schätzchen darum, wo man sich wirklich fragt, was die schon so hinter sich haben. Ja, und in der Karibik weiß man sich zu helfen. Statt so einen Katamaran aus dem Wasser zu heben, um Saildrive-Probleme zu beheben oder einen Ölwechsel am Saildrive zu machen, wird einfach ein großes Luftkissen aufgepumpt und dann im Wasser der Katamaran hinten angehoben, so weit, dass man an den Saildrive rankommt. Auch nicht schlecht. Und dann ging es nochmal zum Essen mit dem Grill auf dem Tisch. Das war wirklich wahnsinnig lecker. Am nächsten Morgen wollten wir dann endlich das Boot weiter in Schuss bringen und auch endlich mal das Salz vom Deck abschrubben. Aber kaum waren wir damit fertig, da kam der Hafenmanager und hat uns gesagt, dass wir von dem Platz verschwinden müssen, weil die Charterkatamarane zurückkommen. Nach kurzer Diskussion haben sie dann Martin an Bord genommen, um ihnen ein paar Alternativplätze zu zeigen, die aber leider alle zu klein waren. Und so haben wir eine gute Stunde später schon die Leinen losgemacht, um raus zum Mooringfeld zu fahren. My worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on.
Ja, der Marinero hat uns dann an der zugewiesenen Mooringboje festgemacht, aber leider war auch der Platz zu kurz, weil wir zu dicht an das Boot hinter uns schwingen würden. Ja, so haben wir ein bisschen diskutiert und Nico hat nochmal geschaut, welche Nummer die andere Mooring-Tonne hat, weil da ein schöner weiter Abstand war. Aber nach dem kurzen Anfunken hat der Hafenmeister gesagt, nee, die ist schon besetzt. Und eine halbe Stunde später lagen wir dann vor Anker noch ein bisschen weiter draußen in der Bucht. Aber vor Anker liegen ist ja eigentlich auch ein Traum und wir sind dann schnell ins Schlauchboot gestiegen und mal zu Martin und seiner Jambo rüber geflitzt für einen kleinen Gegenbesuch. Gemütlich im Cockpit sitzen, haben wir dann ein bisschen geschnackt und auch das ein oder andere Bier getrunken. Ihr beide noch ein Bier? Ja. Gib mir mal das Heineken, das ist wahrscheinlich gerade warm geworden. Ja, tatsächlich, das geht schnell. Oh jo. Ja? Ja. Und dann haben wir noch die Chance genutzt, uns die Jambo mal ein bisschen von innen anzuschauen. Gut, aber es ist nicht so leicht, die richtige zu bestellen. Und am späten Nachmittag kamen dann tatsächlich die Charterkatamarane zurück, für die wir von unserem Platz vertrieben worden waren. Am nächsten Morgen durfte ich dann nochmal in den Mast, wo wir das Gennaker-Fall austauschen wollten und ein paar schicke Aufnahmen für Martin aus der Luft machen wollten. Das ist doch ein cooler Ausblick, oder? Und irgendwie hatten wir uns noch in den Kopf gesetzt, den Katamaran von oben mit der weißen Gischtspur vom Dinghy zu haben, dass man den Katamaran rumfährt. Aber der erste Versuch war ein bisschen langsam, deswegen haben wir das Ganze nochmal eine Runde schneller gemacht. Okay, super. Danach war Nico dran, sollte einen Köpper vom Salondach machen, aber da war er zu doch schnell mal, gesprungen. Ich war nicht da! Go! So, die gewünschten Bilder im Kasten und sehr dann gut. Auf zu einer kleinen Mangroventour. Ja, auf Riffe aufgelaufene Boote werden nicht immer weggeschleppt und das tut schon in der Seele weh, wenn man sowas sieht. Das ist natürlich schon ein Trümmer, ne? Ist das die 50er? Ja, ich glaube ja. Das ist die 50er, ja. Und die sieht gar nicht so riesig aus. Nur wenn du ja. Also wenn man drauf ist, ist die... ist gigantisch, du. Also das, der Innenraum ist so unglaublich gut gemacht. Also das ist... Und die Rümpfe da, du siehst ja, wo das Fenster siehst, wo du runtergehst, das geht so zwei Etagen runter. Also so fett. Cool finde die Dragonflies. Die sind eben halt so ganz genau spartanisch. Ratzfatz war schon wieder ein Tag rum und für den nächsten Tag, der auch mein letzter voller Tag sein sollte auf Martinique, hatte ich mir vorgenommen, eine kleine Rundtour mit dem Mietwagen zu machen um die Insel. Am nächsten Tag war dann alles grau in grau und es hat in Strömen geregnet, als wir gerade los wollten, um den Mietwagen abzuholen. Aber Wasser tut nicht weh und so sind wir doch losgefahren und haben zumindest mal einen kurzen Überblick über die Insel bekommen und die St. James Rum-Distillerie natürlich.
Und im sogenannten Safe liegen noch alte Schätzchen. Ich glaube, bis ins 18. Jahrhundert ging das zurück. Und das sind wohl etliche Millionen, die da hinter Gittern stehen. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Zurück am Ankerplatz kam dann noch dieser traditionelle Segler vorbei. Und das sah echt putzig aus, wie die mit vollem Körpereinsatz versucht haben, das Ding in der Spur zu halten und möglichst schnell zu segeln. Und da es mein letzter Abend war, haben wir dann noch ein leckeres Pizzaessen gemacht. Oh, super. Tja, und wie es so ist, bevor man sich versieht, ist man dann schon wieder am Flughafen. Da habe ich mir noch ein letztes karibisches Bier gegönnt und auf meinen Flug gewartet. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. Nach einer guten Stunde warten ging's dann los. Mit Air France ging's erstmal nach Paris. Ja, und während ich in den Flieger steige, nochmal ganz herzlichen Dank an Susanne und Martin, dass ich bei der Reise dabei sein durfte und viele tolle Wochen an Bord der Lunara verbringen durfte. Wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Karibik-Saison, hier mit der Lunara, ich dann mit meinem Boot. Bis dahin. Ja, nach 2 Flügen, 3 Filmen und 5 Stunden Aufenthalt in Paris war ich dann schon wieder zu Hause in Hamburg. So, ich muss schnellstmöglich wieder los. Bin gestern Abend wiedergekommen, das heißt jetzt eine lange Dusche genommen, was ja einer der großen Unterschiede ist zwischen auf dem Boot wohnen und in der Wohnung wohnen. Und ja, habe eine E-Mail bekommen von Hanse, dass das Boot voraussichtlich erst Oktober fertig wird, wenn überhaupt, aufgrund der Lieferketten und Corona-Situation. Hanse kann also auch nichts dafür, aber nichtsdestotrotz jetzt bis Juni meinen eigentlichen Liefertermin warten, wären noch 3 Monate. Das hätte ich noch gemacht, das war dann in Summe fast ein Jahr, aber jetzt nochmal dann eigentlich fast ein halbes Jahr dranhängen. Wer weiß, ob es dann tatsächlich Oktober wird oder es noch länger dauert, das weiß auch keiner. Das will ich mir dann doch nicht antun. Und bevor ich mich hier an den Komfort von der Wohnung wieder gewöhne, bastle ich jetzt an meinem Plan B. Cool, gestern bestellt, heute angekommen. Das nenne ich mal guten Service von PredictWind. Ja, eigentlich bin ich schon fast wieder unterwegs und das auch wieder mit dem Segelboot, aber mehr dazu erfahrt ihr nächste Woche in dem Video. Deshalb, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da und schreibt auch gerne eure Kommentare unter dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. And this ain't where I belong.